Was geht? Mein Name ist Robin, Creative Director bei Prime Productions. Heute auf der To-Do-List steht ein Thumbnail für unseren YouTube-Channel. Da setze ich mich gleich direkt dran. Und ich werde euch einfach ein bisschen mitnehmen, ein bisschen meinen Arbeitsablauf zeigen, damit ihr da ein bisschen Insights bekommt, wie man als Creative Director arbeitet, was da so ansteht und wie der Job aussieht. Da springen wir mal direkt rein. Ich fange ganz normal damit an, dass ich mir erstmal die RAW-Videodatei downloade aus unserem Programm und dann gehe ich erstmal das Video durch. Ich suche nach einem Bild, zwei, drei Bildern, die man verwenden kann für ein Thumbnail. Das ist dann einfach Trial and Error, bis man gute Bilder probiert, bis man gute Bilder findet, probiert man einfach aus. Und für das spezielle Video hier, was ich euch jetzt zeigen werde, habe ich mich dazu entschieden, drei Bilder in einem zu benutzen, einfach weil es ein Vlog ist, da will man ja ein bisschen mehr davon sehen und da will man ja schon einen Vorgeschmack von dem bekommen, was in dem Video alles passiert. Da habe ich mich hier für ein eher lockere Bilder entschieden, weil es halt ein lockerer Tag ist, ein lockeres Vlog-Video. Und als ich dann mich entschieden hatte für die drei Bilder, bin ich direkt in Photoshop gehüpft und habe mir überlegt, wie ich sie anordnen will. Ich wollte ein bisschen Dynamik reinbringen, habe die Bilder also alle schräg angeordnet und dann ist natürlich immer Photoshop gibt es für eine Sache 1000 Varianten. Also du hast 1000 Möglichkeiten, um ans Ziel zu kommen und deswegen probierst du einfach rum. Ich habe mich jetzt hierfür einfach dazu entschieden, Formen zu benutzen und die Formen so anzuordnen, dass ich danach die Bilder einfach nur noch den Formen anpassen muss mit einer Maske und dann hat alles gestimmt. Dann habe ich natürlich, bin ich noch in die Color Correction, habe sehr, sehr basic Color Correction angewendet, den Kontrast ein bisschen erhöht. Es ist YouTube, deswegen soll es knallig wirken, deswegen habe ich die Farben natürlich sehr stark hervorgehoben. Man will ja natürlich, dass die Leute, wenn sie das Thumbnail sehen, auch stoppen und sich das Video anschauen. Dann habe ich mich dazu entschieden, die Bilder nochmal zu gliedern, indem ich einfach weiße Linien in die Mitte gezogen habe. Dann natürlich erstmal die Schriftarten durchwühlen, bis man eine findet, die passt. Und natürlich soll es ja auch gelesen werden, deswegen hat man noch schwarze Konturen drumherum gemacht, wie ihr sehen könnt. Genau, dann habe ich mich noch für einen Titel entschieden, der kurz und knackig ist, der zu dem knackigen Thumbnail passt und dann war es das. Dann habe ich es natürlich noch als Photoshop-Datei gespeichert und als PNG exportiert, wieder in unser Programm hochgeladen und das Video werdet ihr demnächst sehen.